Simpson, besteht er hier den Mord an seiner Ex-Frau? Patrick Schwarzenegger, Papa Arnie ist sein größtes Idol. Meghan Markle, sie stiehlt wieder allen die Show. Jennifer Aniston und Brad Pitt, dieses Gerücht ist verrückt, so heißt die Tochter von Prinzessin Madeleine von Schweden nicht mehr blond. Shirin David überrascht mit einem neuen Look. Scarlett Johansson auf Platz 1. Bastian Regis zum Thema Sex. Flaute Eva Imhofs emotionalste Moderation. Sarah Lombardi über die Gerüchte. Miriam Pielhaus starb 2016 an Krebs. Mehr als anderthalb Jahre ist es nun her, dass Miriam Pielhaus gestorben ist. Am 12. Juli 2016 verlor die beliebte Moderatorin den Kampf gegen den Krebs und Eva Imhof ihre beste Freundin. Schon 2008 war bei Miriam Pielhaus ein Tumor in der Brust diagnostiziert worden. Seitdem ist der Kampf gegen Krebs auch für Guten Morgen Deutschland Moderatorin Eva eine Herzensangelegenheit. So war es für sie auch eine ganz besondere Herausforderung, in der Elbland-Klinik in Meißen den dritten onkologischen Aktionstag zu moderieren. Eva Imhof moderiert Krebsaktionstag. Der Aktionstag am 10. März stand unter dem Motto, gib dem Leben eine Chance, Krebs im Blickpunkt. Betroffene und Angehörige sollten sich auf dieser Veranstaltung über die Krankheit und deren Therapie informieren und austauschen können. Die sollte eigentlich meine beste Freundin Miri Pielhaus moderieren. Das heißt, es stand schon sehr, sehr lange fest, dass es diese Veranstaltung geben wird, erinnert sich Eva Imhof bei Guten Morgen Deutschland. Miri ist ja leider gestorben und dann wurde ich gefragt, ob ich diese Moderation übernehmen möchte. Das war ein echt harter Tag für mich, aber es hat mir auch in gewisser Weise etwas gegeben, weil man dort gesehen hat, Krebs kann auch positiv ausgehen, wie tapfer sich Eva Imhof beim Krebsaktionstag geschlagen hat und welcher kleine Kämpfer sie dort zutiefst beeindruckt hat, sehen Sie im Video.